Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Wolf Fuß und Frank Buschmann haben auf den Kommentatorenplätzen Platz genommen und ich bin sicher, uns steht hier heute eine interessante Partie ins Haus. Molde gegen Bayern München. Tja, Wolf, das ist interessant, die beiden im direkten Duell zu erleben. Das könnte ein Highlight werden. Und klar, eine wichtige Aufgabe kommt heute Robert Lewandowski zu. Im Spielaufbau ist er extrem wichtig für die Mannschaft. Er ist einer für die klugen Pässe. Es freut mich immer wieder, wie voll die Stadien überall sind. Da merkt man natürlich, wie wichtig der Fußball heute ist. Vielleicht sogar noch wichtiger als früher. Ja, also die Fans strömen in die Stadien. Und ganz ehrlich, da können ja die Tickets fast kosten, was sie wollen. Und das zeigt, wie sehr die Leute diesen Sport lieben. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Im Tor ist Manuel Neuer. David Alaba spielt mit Niklas Süle in der Abwehr. Leon Goretzka steht gemeinsam mit Joshua Kimmich auf den zentralen Positionen. Und ihr einziger Angreifer ist Robert Lewandowski. Anpfiff und los geht's. Etwas Hussein. Da verlieren sie den Ball. Und die Möglichkeit. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Magnus Wolf Eikrem. Eirik Hestad. Uschi, die Bayern für dich hier heute auch der klare Favorit. Da schließe ich mich den Experten und natürlich meinem Kollegen Wolf Fuß an. Es spricht alles für sie. Jetzt ist er durch. Goretzka, da ist der Treffer, Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen, so kann es weitergehen. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Nicht wirklich überraschend, dass der FC Bayern hier führt. Der Ballverlust. Klasse Pass. Leon Goretzka. Pass auf Goretzka. Coman. Lewandowski. Sané. Coman wieder am Ball. Wichtiges Tackling hier. Pass bleibt hängen, das war Sané. Da hat er die Chance. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Das gibt einen Eckball. Jetzt kommt nochmal die Wiederholung vom Treffer eben. Hat er Glück, der war haltbar.
Ecke kommt rein. Erstmal geklärt. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Goretzka. Lewandowski, den muss er machen. So, die Bayern machen das Tor und gehen damit mit 2 Treffern in Führung. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Etas Hussein. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Etas Hussein. Ein guter Doppelpass. Magnus Wolf Eichheim. Etas Hussein. Sieht gefährlich aus. Etas Hussein. Sie lassen sich im Moment fast schon ungehindert kommen. Etas Hussein. Gefährlich! Macht er gut hier. Schöne Aktion. Koman. Robert Lewandowski. Der Ball für Goretzka. Die Bayern im Vorwärtsgang. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Kimmich. Lewandowski. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Da ist der Treffer für die Münchner. Was meinst du? Macht der FC Bayern den Sack hier nach diesem Treffer endgültig zu oder kommt der Gegner nochmal an? Kann ich mir nicht vorstellen. Viel zu routiniert, die Münchner abgeklärt, um hier wirklich nochmal in Schwierigkeiten zu geraten. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an.
alles wieder weg. Guter Vorstoß jetzt. Wird's jetzt gefährlich? Ja, könnte was werden. Magnus Wolf Eichrem. Beruhigende Führung zur Pause. 3-0 ist der Spielstand nach 45 Minuten. Tja, das ist heute noch nicht sein Spiel. Das ist nicht sein Spiel heute. Und wir sehen hier ja auch, er hat kaum Aktionen. Bisher haben die Bayern hier alles im Griff. Wir gehen rein in Durchgang 2. Den Ball kann er abfangen. Er steht gut und hat den Ball. Alphonso Davies. Goretzka. Sané. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Magnus Wolf Eichrem. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Gefährlich jetzt. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Die Fans können es nicht glauben. Für sie war das ein klarer Strafstoß. Alaba jetzt am Ball. Kimmich jetzt. Sie machen Druck auf ihn und so geht der Ball raus. Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg nochmal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Das war eine Weltklasse-Leistung von ihm heute. Magnus Wolf Eichrem. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Komm an. Die Abwehr sucht noch nach ihrer Formation. Stark gemacht, das könnte was werden. Riesenparade, verhindert hier das Gegentor. Was für ein Reflex. Es bleibt weiter bei diesem Spielstand, aber das war natürlich eine hundertprozentige. Chance zur Flanke jetzt. Thomas Müller. Sie suchen die Lücke. Sie holen sich den Ball. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Gefährlich! Gut verteidigt. Jetzt Müller. Die Bayern mit dem Ballverlust. Ganz energisch. Ballverlust. Und nun Alaba. Ballbesitz Alaba. Den muss er zum Torwart zurückspielen. Ganz
ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Wird das eine Torchance? Sieht gefährlich aus. Macht er gut. Sie verlieren den Ball. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Magnus Wolf Eichheim. Könnte gefährlich werden. Der FC Bayern führt deutlich. Sie haben das hier momentan im Griff. Coman. Sané. Und direkt zurückgespielt. Und jetzt Müller. Da ist Müller. Ballverlust Bayern München. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Jetzt wird's gefährlich. Da nimmt er ihn den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Schöner Steilpass. Da ist die Chance. Kimmich. Joshua Kimmich hat den Ball. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Die Bayern, der Ball im Tor. Die Wiederholung nochmal. So ist dieser Treffer entstanden. Erst der schöne Ball. Und dann geht es kaum besser. Aus der Halbdistanz mit Effet technisch brillant gemacht. Der Keeper kann nur zuschauen. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Man kann sich fast festlegen. Das Ding dürfte durch sein und damit sind sie ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Absolut kein Zweifel. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie, die Gäste haben also gewonnen. Das war wirklich ein überzeugendes Spiel. Und das Ergebnis spiegelt so auch den Spielverlauf wider. Sie waren die klar bessere Mannschaft. Was mich interessieren würde, wie hast du Thomas Müller heute gesehen? Ganz toll. Also überragt. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.